Super und Single? Daran könnte es liegen. Willst du wissen, warum du trotz absoluter Großartigkeit immer noch allein durchs Leben ziehst? Wir haben heute nicht nur eine Antwort für dich auf diese Frage, sondern gleich 10. Natürlich hat es gute Gründe, warum tolle Frauen und Männer als einsame Wölfe ihr Dasein fristen, auch wenn sie sich tief in ihrem Inneren nach Liebe und Partnerschaft sehnen. Der Wille allein reicht nicht. Auch das Wünschen hilft hier nur bedingt. Gefühle können nämlich harte Arbeit sein, wenn wir mit ihnen im Clinch liegen. Und die Liebe ist eine Sache, die erst gegeben und gespürt werden muss, bevor wir sie empfangen können. Das Problem liegt also bei uns, wenn wir scheinbar nicht würdig sind, eine erfüllende und wertschätzende Beziehung einzugehen. Woran es liegt, dass so viele fantastische Menschen unfreiwillig Single bleiben müssen, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Vergangenheit lässt dich nicht los. Gefühle können ziemlich nachhaltig sein, vor allem die negativen. Dasselbe gilt für Erinnerungen an ein Damals, das uns, egal ob es gut oder schlecht war, immer wieder in die Suppe spucken kann. Wer an der Vergangenheit festhält und sie entweder in ein trügerisches, goldenes Licht taucht oder verflucht, wird sich mit Gegenwart und Zukunft immer sehr, sehr schwer tun. Nummer 2. Du bist verbittert und wütend. Gar nicht wenige Menschen werden innerlich förmlich zerfressen von Negativität. Frustration, Verbitterung, unbändige Wut, Schuldgefühle und vieles mehr aus dem weiten Land der negativen Gefühle können hartnäckige Begleiter sein. Wer nie lernt, sich diesen Emotionen zu stellen, wird lange gegen sie kämpfen müssen. In Sachen Liebe sind sie wie eine unüberwindbare Mauer, die jeden Menschen fernhält, der es gut mit ihnen meint. Nummer 3. Bislang hattest du nur schlechte Beziehungen. Einige Menschen ziehen katastrophale Beziehungen förmlich an. Meistens wurden sie als Kind schon schlecht behandelt. Und wir fühlen uns bedauerlicherweise stets zu Beziehungsmustern und Menschen hingezogen, die uns vertraut und bekannt erscheinen. Wer in einem toxischen Umfeld aufwuchs, sucht daher nach Toxizität. Irgendwann gibt man auf und bleibt lieber Single, als die nächste Pleite zu kassieren. Nummer 4. Du hast Angst davor, verletzt zu werden. Liebe und Verletzlichkeit gehen ungünstigerweise Hand in Hand. Wir können nicht unser Herz verschenken und erwarten, dass jede und jeder es ausschließlich königlich behandelt. Menschen tun anderen weh und das nicht unbedingt mit voller Absicht. Aber es passiert und diese Erfahrung, einmal gemacht, wiegt schwer. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer und bleiben lieber allein. Nummer 5. Dein Selbstbewusstsein ist angeknackst. Eine der schlechtesten Voraussetzungen für die Liebe ist ein schwaches Selbstwertgefühl. Wer sich selbst für minderwertig und nicht liebenswert hält, wird nie im Leben auf die Liebe treffen. Solche Menschen wirken entweder wie ein Häufchen Elend auf andere oder sie treten derart verzweifelt und süchtig nach Anerkennung auf, dass jeder die Flucht ergreift, dessen Instinkte einigermaßen intakt sind. Nummer 6. Freundschaften sind dir wichtiger. Ja, auch das gibt es. Immerhin ist es oft gar nicht so leicht, eine Liebesbeziehung und die vielen anderen, die uns am Herzen liegen, unter einen Hut zu bringen. Gerade Menschen mit einem großen Freundeskreis und vielen Hobbys und Interessen stellen irgendwann fest, dass eine exklusive Partnerschaft ihnen den Raum und die Zeit nimmt, um sich um diejenigen zu kümmern, die ihnen die Welt bedeuten. Nummer 7. Dein Vertrauen wurde unwiederbringlich zerstört. Manchmal sind die Erfahrungen, die wir in Sachen Liebe machen müssen, derart schmerzhaft und traumatisch, dass wir uns schwören, nie wieder. Diesen Schwur verinnerlichen wir auch sehr vehement, weshalb die Liebe keine Chance mehr hat. Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen werden wir niemals eine romantische und erfüllende Beziehung eingehen können. Nummer 8. Du legst dich nicht gerne fest.
Dieser Grund für kategorisches Single-Sein ist nicht neu, aber er hat einen neuen Namen. FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Damit gemeint ist die Angst, einen potenziell besseren Fang zu verpassen, wenn wir uns auf eine Person festlegen. Besonders prekär ist dieses Phänomen, seit es Online-Dating gibt. Die Auswahl scheint unendlich zu sein und das sich festlegen wollen auf eine Person daher ganz und gar unmöglich. Nummer 9. Deine Erwartungen sind astronomisch hoch. Gegen hohe Ansprüche in der Liebe ist nichts einzuwenden. Sie schützen uns davor, laue Kompromisse einzugehen und uns mit dem mageren Spatz in der Hand zufrieden zu geben. Die Taube auf dem Dach, nach der wir uns eigentlich verzehren, sollte aber erreichbar sein. Ein Filmstar, Menschen, die bereits in festen Händen sind oder solche, die nur in unserer Fantasie existieren, sind es nicht. Nummer 10. Du liebst das Alleinsein. Viele Singles hätten gerne eine Beziehung, eine fürs Wochenende oder einmal pro Monat würde auch reichen. Am besten wäre natürlich eine Partnerin in einer anderen Stadt oder ein Partner in einem fernen Land. Du siehst schon, worauf dieser Punkt hinausläuft. Wer das Alleinsein mehr genießt als alles andere, ist vielleicht nicht immer glücklich mit seinem Single-Status. Aber aufgeben will man seine genussvolle Insel der Seligkeit eben auch nicht. Unser heutiges Fazit: Beziehungen sind Arbeit und die Arbeit beginnt bei dir. Wie alles im Leben ist auch die Liebe eine Sache, die ihren Ursprung in uns und bei uns nehmen muss. Wer keine Selbstachtung und Eigenliebe verspürt, wird sich immer schwer tun, damit jemand anderen zu finden, der dieses Defizit ausgleicht. Und natürlich gibt es viele Menschen, denen das Alleinsein über alles geht. Zu hohe Ansprüche sind ebenfalls ein Hemmnis. Und wer Angst hat, etwas Besseres zu versäumen, wird sich niemals auf eine Person festlegen können. Manchen Singles sind ihre Freunde einfach wichtiger und sie schätzen diese Art von Bindung mehr als eine romantische. Kritisch ist die Lage auch für jene, die schon einmal tief verletzt wurden und keiner Menschenseele mehr vertrauen. Auch tief sitzende Verbitterung und Wut sowie das verzweifelte Festhalten an der Vergangenheit sind Gründe, warum es mit der Liebe einfach nicht klappt. Sie kommt, wenn wir bereit sind für sie. Vorher hätte sie einen schweren Stand bei uns, müsste gegen Vorurteile kämpfen und sich ständig behaupten und uns mit aller Macht von ihrer Großartigkeit überzeugen. Und diese Erfahrung wiederum erspart sich die Liebe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.